Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Tutorials. Heute zeige ich euch diesen süßen Schneemann. Den habe ich aus Baumwolle gemacht, deswegen sieht er auch so schön fein akkurat aus. Und heute zeige ich euch einen aus Polyacrylgarn. Einfach damit man das besser im Video erkennt, wie ich die Maschen nehme. Und ja, was ihr alles braucht und wie der funktioniert, das seht ihr in den folgenden Minuten. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Weitere Anleitungen findet ihr auf meiner Homepage. Du brauchst für deinen Schneemann natürlich Polyacrylgarn oder Baumwolle. Wie gesagt, ich mache es jetzt mit Baumwolle. Habe ich schwarz, weiß und blau für den Schal und natürlich orange die Nase. Dann braucht ihr eine Häkelnadelstärke 3,0 oder 4,0. Dann brauchen wir eine Schere und natürlich Steckaugen. Für meinen Schneemann habe ich hier kleine Steckaugen genommen. In der Größe 0,4. Und für den Bauch habe ich Stecknadeln genommen. Ihr könnt natürlich auch Knöpfe oder anderes Material nehmen. Ihr braucht natürlich auch noch Füllmaterial, um euren Schneemann auszustopfen. Und eine Nähnadel, um alles am Ende zu vernähen. Also, wir beginnen am Kopf. Und ich habe jetzt eine Nadelstärke 4 und anfangen tun wir mit einem Fadenring mit 6 Maschen. So, jetzt, nachdem wir den Fadenring gemacht haben, geht es mit Runde 1 weiter. Und zwar verdoppeln wir jetzt jede Masche. Wir haben 6 Maschen und verdoppeln jetzt auf 12 Maschen. Das heißt, in jede Masche machen wir jetzt 2 Maschen. 1. 2. Jetzt gehen wir die nächste Masche, die zweite. Dort machen wir auch wieder 2 Maschen rein. 1. Und nochmal in dieselbe Masche. 2. So machen wir jetzt das die ganze Runde. So, jetzt in der zweiten Runde müssen wir jede zweite Masche verdoppeln. Was heißt das? Ihr stecht in die erste Masche ein, dort macht ihr eine Masche rein und dann stecht ihr in die zweite Masche ein. Und in die zweite Masche macht ihr einfach 2 Maschen. Ganz einfach. So, jetzt wieder eine Masche. Und in die nächste Masche macht ihr einfach wieder 2 Maschen. Ganz einfach. Und so machen wir die ganze Runde. Jetzt sind wir in Runde 3 und jetzt wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, in die erste Masche machen wir eine Masche, in die zweite Masche machen wir auch nur eine Masche und jetzt in die dritte Masche machen wir 2 Maschen und nochmal in dieselbe Masche. Und das machen wir wieder die ganze Runde. Jetzt sind wir in der vierten Runde und jetzt wird jede vierte Masche verdoppelt. Das heißt 1, 2, 3 und jetzt die vierte Masche einfach verdoppeln. Wieder 2 Maschen in die vierte Masche. Das machen wir wieder eine Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt haben wir die Grundfläche von unserem Kopf geschafft. Als nächstes müssen wir von Runde 5 bis Runde 11 Masche in Masche machen. Das heißt, ihr macht jetzt immer jede Runde einfach nur Masche in Masche. In jede Masche kommt eine Masche und das macht ihr 5 Runden lang. Los geht's. Ich werde das Video jetzt schneiden und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die 5 Runden gemacht habe.
So, nachdem ihr eure 6 Runden gehäkelt habt, seht ihr ja, dass wir jetzt eine schöne Fläche bekommen haben für unseren Kopf. Und weiter geht's jetzt mit Runde 12. Und jetzt wollen wir natürlich den Hals etwas enger haben und müssen jetzt jede zweite und dritte Masche abnehmen. Das geht auch ganz easy. Das heißt, du stechst in die erste Masche ein und machst eine einfache Masche. Dann stechen wir hier in den inneren Maschenkranz ein. Das sieht nämlich ein bisschen schöner vom Muster her außen aus. So, ich werde es nochmal zeigen. Also, nicht an den äußeren, sondern hier in die erste Masche nehmt ihr auf die Nadel. Dann holen wir den Faden durch. Und jetzt geht ihr in die nächste Masche, nämlich in die dritte. Und auch einmal mit dem Faden durch. Und jetzt maschen wir das Ganze zusammen ab. So, ich werde es nochmal zeigen. Die erste Masche nochmal abmaschen und die zweite und dritte in den inneren Maschenkranz. Zweite und jetzt die dritte auf die Nadel. Und jetzt einmal komplett durch. Jetzt haben wir wieder eine Masche zusammen abgemascht. Ihr könnt natürlich auch durch beide Maschen gehen. Bloß ich mache das für mich einfach durch den inneren Maschenkranz, weil ich es einfach schöner finde. So, seid ihr mit der Runde fertig? Seht ihr, wie schmal das jetzt oben geworden ist? Jetzt müssen wir natürlich noch ein wenig in die Länge gehen. Das heißt, wir machen jetzt eine Runde Masche in Masche. Das heißt, in jeder Masche einfach nur eine Masche machen. Das machen wir eine Runde lang. So, jetzt fangen wir mit dem Körper an. Damit wir jetzt wieder auf unsere ursprüngliche Körpergröße kommen, müssen wir jetzt erstmal jede zweite Masche wieder verdoppeln. Weil jetzt kommt ja der Körper, der ist ein bisschen größer und voluminöser. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal jede zweite Masche verdoppeln. Das heißt, ihr geht in die erste Masche, macht eine einfache Masche und in der zweiten Masche macht ihr einfach 2 Maschen. Und nochmal in die Masche und die zweite Masche machen. Das machen wir jetzt wieder eine ganze Runde. Jetzt in der nächsten Runde verdoppeln wir wieder ganz normal, nämlich jede fünfte Masche. Das ist die erste, die zweite. Na. Die dritte, die vierte und jetzt kommt die fünfte. Und in die fünfte machen wir wieder 2 Maschen. Eins und zwei. Das machen wir jetzt wieder die ganze Runde und so wächst unser Schneemannbauch immer weiter. So, wir verdoppeln jetzt das vorletzte Mal und zwar jede sechste Masche. Das heißt, jetzt sind wir in der dritten, jetzt die vierte, die fünfte und jetzt kommt die sechste. Eins und nochmal dieselbe Masche, zwei. Machen wir wie immer eine Runde lang. So, jetzt noch einmal, nämlich jede siebte Masche verdoppeln und dann haben wir es endlich geschafft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und die siebte Masche verdoppeln. Eine Masche und nochmal dieselbe Masche und zack, haben wir es verdoppelt. Wieder eine Runde lang und dann geht's weiter. Nachdem wir jetzt wieder komplett vergrößert haben, müssen wir jetzt natürlich auch wieder an Fläche zunehmen. Das heißt, wir machen jetzt wieder Masche, Masche, nämlich von der 17. bis zur 26. Runde sind insgesamt 10 Runden. Und jetzt einfach wie gewohnt Masche in Masche arbeiten, damit wir die Länge von unserem Bauch oder unserem Körper hinbekommen. Nach diesen 10 Runden sehen wir uns wieder, weil dann müssen wir natürlich auch den Abschluss vom Körper noch machen. So, nachdem wir unsere 10 Runden gemacht haben, hier, müssen wir jetzt natürlich auch wieder abnehmen. Und das machen wir, indem wir jetzt erstmal jede siebte und achte Masche abnehmen. Das heißt, in die erste einstechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt nehmen wir ab jede siebte und achte. Ich steche, wie gesagt, in den inneren Maschenring ein und nehme dort ab. So.
Und masch die ab zusammen. Das machen wir jetzt wieder eine ganze Runde und somit verkleinern wir jetzt schön Stück für Stück unseren Schneemannkörper. So, in der nächsten Runde nehmen wir jede sechste und siebte Masche ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die sechste und siebte maschen wir zusammen ab. Das machen wir jetzt auch wieder eine Runde. So, bevor ich jetzt die nächste Runde abnehme, bringe ich meine Augen an. Ich habe zum Beispiel verschiedene Augen. Ich habe hier so Klebeaugen, aber ich habe auch Steckaugen. Und zwar einmal 06er, 06er und einmal 08er. Und die bringe ich jetzt vorher an. So, fertig sind meine Augen. Ich habe ungefähr vier Maschen dazwischen Platz gelassen. Hier dazwischen. Und jetzt nehmen wir weiter ab, noch eine Runde, und in der nächsten Runde nehmen wir jede fünfte und sechste ab. So, eins, zwei, drei, vier. Und jetzt nehmen wir ab, jede fünfte und sechste. Fünf und sechs. Und wie immer Reihe rum. So, bevor wir jetzt weiter abnehmen, füllen wir unser Schneemann mit Watte. Als erstes den Kopf. So, ein bisschen Form das Ganze. Und jetzt der Körper. So, jetzt nehmen wir weiter ab. Und zwar jeder vierte und fünfte. Eins, zwei, drei. Und jetzt die vierte und fünfte zusammenhäkeln. Wieder Reihe rum. So, jetzt natürlich in der nächsten Runde jede dritte und vierte. Eins, zwei und dritte und vierte zusammenhäkeln. Ups. So. So, jetzt kommt jede zweite, dritte, nämlich eins, eins. Zwei und drei. Jetzt mache ich einfach noch mal so, damit alles zu ist am Ende. So. Und noch einmal eins. So schön festziehen. Faden abschneiden. Das Ganze so ein bisschen nach innen. Und jetzt habt ihr so eine ganz leichte Delle, seht ihr das hier? Und jetzt steht der Schneemann dafür schön gerade. So, jetzt machen wir natürlich die Arme. Ich habe hier schon mal einen vorbereitet und den zweiten machen wir jetzt zusammen. Machen also wieder einen Fadenring mit sechs Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, in diesen Fadenring machen wir wie immer, diesen verdoppeln wir jetzt natürlich wieder. Das heißt, in alle sechs Maschen kommen zwei Maschen. Eins, zwei.
und 12. Und jetzt machen wir zwei Runden in die 12 Maschen. Einfache Maschen. In jeder Masche eine. Zwei Runden lang. So. So, in der vierten Runde nehmen wir jede Masche ab. Das heißt, wir machen aus 12 wieder 6. Nehmen die erste auf die Nadel und die zweite auch auf die Nadel und nehmen die zusammen ab. Das machen wir eine Runde lang und dann sehen wir uns gleich wieder. So, auf unsere 6 Maschen machen wir jetzt insgesamt 5 Runden und dann ist der Arm auch schon fertig. Das heißt, wir häkeln jetzt einfach in die 6 Maschen rein. 5 Runden insgesamt. Das mache ich jetzt mal schnell. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich steche jetzt einfach durch die eine und dann durch die andere Seite und mache dort feste Maschen durch, einfach damit das oben verschlossen ist. Ich steche einfach dreimal wahllos von links nach rechts ein. So. Und jetzt ist das oben zu und es lässt sich besser annehmen. Jetzt lasse ich natürlich ein bisschen länger den Faden so und ziehe den so raus. Den tue ich noch nach innen und dann haben wir unsere Arme auch schon fertig. So, der Schal geht ganz einfach. Ihr macht jetzt einfach eine Luftmaschenkette mit insgesamt 40 Maschen. Die mache ich jetzt mal. So, wenn ihr eure Luftmaschenkette gemacht habt, macht ihr nun einfach wieder zurück feste Maschen. Das war auch schon alles. Wenn ihr mit eurer feste Maschenreihe fertig seid, also wieder zurückgehäkelt habt, die 40 Maschen, dann habt ihr die Breite von eurem Schal, nämlich so dick. Ihr könnt ihn natürlich individuell, wenn ihr noch eine Reihe dazu macht, verbreitern oder so lassen, wie ich ihn auch von der Breite habe. Ganz einfach. Wir starten wieder mit einem Fadenring mit 6 Maschen. So, als nächstes, ganz einfach, machen wir jetzt Masche in Masche und zwar insgesamt 3 Runden. Und das ist dann die Länge von unserer Möhre für unseren Schneemann. So, das Abnehmen jetzt ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach jede Masche ab, damit die Möhre vorne einfach etwas spitz wirkt, so wie ich das gerade mache im Video. Und das macht ihr 3-4 Mal, bis die Nase schön spitz wirkt. Dann zieht ihr den Faden, schneidet den Faden ab, zieht ihn durch und zieht einfach das Endstück nach innen. So, für unseren Hut oder unsere Mütze machen wir wieder einen Fadenring mit 6 Maschen. So, jetzt müssen wir in unseren Fadenring wieder aus 6 12 Maschen machen. Das heißt, wir müssen jede Masche verdoppeln. 1, 2. So, jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, in die erste kommt eine Masche und in die zweite wieder 2. So, jetzt sind wir auf 18 Maschen und jetzt verdoppeln wir das Ganze noch einmal, nämlich jede dritte Masche. 1, 2 und jetzt verdoppeln wir jede dritte Masche. Jetzt machen wir wieder eine Runde
So haben wir jetzt bis 24 Maschen vergrößert, also jede dritte Masche. Müssen wir jetzt in der vierten Runde, gehen wir jetzt ins innere Maschenglied. Das heißt, wir stechen hier, wo mein Daumen ist, in das innere Maschenglied ein und machen dort eine Runde feste Maschen rein. In jeder Masche bei diesen 24 Maschen geht ihr in das Innere und macht dort eine Masche rein. Das machen wir deswegen, damit unser Zylinder hier oben diese Biegung hier rum, damit unser Zylinder hier oben diese Biegung bekommt. Deswegen machen wir jetzt eine Runde ins innere Maschenglied. Seht ihr jetzt, sieht es so ein bisschen aus, als ob das nach um die Ecke nach oben geht, also umknickt, dass hier eine Falz ist. Jetzt häkeln wir 5 einfache Runden, Masche in Masche. Das mache ich jetzt schnell. Nach diesen 5 Runden sehen wir uns wieder. Dann haben wir die Höhe von unserem Zylinder oder von unserer Mütze. Also bis gleich nach diesen 5 Runden. So, nachdem wir die Höhe unserer Mütze erreicht haben, müssen wir jetzt Stäbchen häkeln, um einen schönen Rand von unserem Hut, unserer Mütze zu bekommen. Dazu machen wir jetzt erstmal eine feste Masche. Ganz, ganz vorne rein. So. Und jetzt häkeln wir in das äußere Maschenglied Stäbchen. In jede Masche ein Stäbchen und das machen wir wieder eine ganze Runde. So, jetzt müssen wir noch hier in der vorigen Runde in unsere feste Masche einstechen und dann verschließen wir die Runde mit einer Masche. Und jetzt machen wir hier eine Luftmasche und häkeln jetzt in die erste Masche ein Stäbchen und in die zweite Masche 2 Stäbchen. Und das machen wir immer im Wechsel eine Runde lang, in die erste Masche immer ein Stäbchen und in die zweite Masche 2 Stäbchen. Das war auch schon alles und dann haben wir unsere Mütze auch schon fertig. So, wenn ihr Runde fertig habt, Faden abschneiden und dann verstecken. Und jetzt formt ihr das noch ein bisschen zurecht. Oben macht ihr es ein bisschen platt und an den Seiten stülpt ihr es nach außen und fertig ist euer Hut. So, dann wollen wir unseren Schneemann mal zusammenbasteln. Also, wir fangen natürlich mit der Nase an. Und dazu brauchen wir eine Stopfnadel. Und nehmen mit ganz einfachen Stichen nehmen wir jetzt unsere Nase fest. Und zwar hier, wir haben ja hier dazwischen ungefähr 4 Maschen Platz, gehen hier also nach unten. Sucht euch die Höhe aus, ihr könnt ihn jetzt weiter unten oder weiter oben hin machen. So, und die Nase ist schon mal dran. Als nächstes kommen die Arme. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr näht, ihr stecht einmal komplett durch den Schneemann durch und macht den einen Arm fest und macht den anderen Arm hier fest, dann ist er beweglich. Oder ihr zählt zum Beispiel ab, so wie ich es jetzt mache. Ich zähle jetzt hier oben am Hals ab. 1, 2, 3. Und hier in die dritte Masche oberhalb steche ich ein und dort nähe ich mit 3 ganz einfachen Stichen, weil ich habe das ja oben zugemacht, mit 3 ganz einfachen Stichen, einfach hier oben steche ich ein, nach oben durch die Masche durch. So. Durch die Masche. Und ziehe das Ganze fest. Und das Ganze mache ich noch ein drittes Mal. So. Und das war's.
So habe ich meinen Arm festgemacht, weil für mich ist das die einfachste Lösung. Auch für Leute, die noch nicht so viel gemacht haben. Die können natürlich noch öfters durchgehen. So. Und abgeschnitten. Und dasselbe macht ihr auf der anderen Seite jetzt genauso. So sieht der Gute jetzt aus. Der Hut wird auch ganz einfach festgemacht. Also ich ziehe einfach hier einen Faden durch und fange von hinten an, einfach am äußeren Rand einzustechen und steche durch die Mütze durch. Könnt es natürlich vorher auch mit Nähnadeln fixieren, mit Stopfnadeln, mit Stecknadeln, Entschuldigung. Und jetzt tue ich den Hut einfach mit 3-4 Stichen ganz einfach festzunähen, möglichst oben am Saum, wo der Saum beginnt. Ganz einfach und jetzt wieder reinfahren, unten entlang. Einmal drumherum, ganz großzügig, mit 3-4 Stichen. So. Jetzt mache ich den fest und unser Hut sitzt fest auf und kann nicht mehr ab. So, der Schal ganz einfach, der wird einfach drum geknotet. Und ein bisschen an die Seite gezogen, so. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, entweder ihr nehmt Stecknadeln oder ihr habt vielleicht Knöpfe oder ähnliches. Ich mache es jetzt mit Stecknadeln und mache hier noch Knöpfe hin. 3 Stück. So. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Lust noch habt, ich habe jetzt hier einen Filzstift, ihr könnt natürlich auch Wangenrouge nehmen zum Schminken und macht ihn hier noch so ein paar rote Bäckchen. Und das war's auch schon. Fertig ist euer Schneemann. So, jetzt haben wir den einmal aus Wolle gemacht und einmal aus Baumwolle und ich wollte euch einfach mal den Unterschied auch zeigen von der Größe und so. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, kommentiert und teilt das Video. Viel Spaß!